Das Jahr 2000X. Die Haushaltsroboter Rock und Roll wurden erschaffen vom Meistererfinder Dr. Light und sie genossen ihre friedvollen Tage. Eines Tages liefen alle Industrieroboter auf der Welt Amok und die Welt verfiel in absolutes Chaos. Dr. Light bemerkte schnell, dass der wahnsinnige Wissenschaftler Dr. Wily hinter der schändlichen Tat steckte, aber er wusste nicht, was er tun sollte. Rock? Der einen starken Gerechtigkeitssinn hat, meldete sich freiwillig, um in einen Kampfroboter umgebaut zu werden. Und so wurde der Superroboter Mega Man geboren. Mega Man zerschlug Dr. Wilys Pläne dreimal und der Weltfrieden wurde bisher gewahrt, aber die Geschichte wiederholt sich. Dr. Kosek, ein mysteriöser Wissenschaftler, hat 8 mächtige Roboter erschaffen und setzte sie auf Mega Man an. Mega Man macht sich erneut zum Kampf bereit. Diesmal ausgerüstet mit dem mächtigen New Mega Buster. Und damit Tag auch und willkommen zu Mega Man 4, meinem Lieblingsteil der Serie. Bei dem Soundtrack kriege ich gleich richtig Bock, also legen wir los. Ich beginne mit Dive Man. Was? Nicht Toad Man? Nein, das ist irgendwie der Klassiker. Ich weiß, dass damals in jedem Lösungsvorschlag drin stand, man soll mit Toad Man anfangen, weil er mit Abstand der schwächste Robot Master ist und ich rede nicht nur von Teil 4, sondern im Allgemeinen. Der ist unglaublich simpel zu besiegen. Aber da, wie gesagt, so gut wie jeder das mit Toad Man als erstes spielt, hätte ich das Ganze gerne ein bisschen anders und habe mich deswegen für Dive Man entschieden. Ich finde, Dive Man ist ebenfalls noch relativ einfach zu besiegen, ohne dass man die Schwäche gegen ihn hat. Nicht so in den Stacheln drin bleiben. Was ihr sehen könnt, dieses grüne Funzeln ist der New Mega Buster, den kann man jetzt aufladen. Sehr praktisch. Ich muss auf jeden Fall erstmal wieder reinkommen. Ich habe irgendwie gerade nicht so das richtig gute Timing. Digga Ball. Ja, beim Ausweichen stelle ich mich auch nicht so gut an. Das wird hoffentlich im Verlauf des Spiels noch. Ja. Ein Nachteil hat der New Mega Buster. Wir haben jetzt ständig diesen Nervton, weil ich halt permanent auflade. Deswegen hören wir den genialen Soundtrack leider nicht so gut. Oh, geil! Unser Freund hat uns einen Energy Tank zugeworfen. Der kann auch Leben oder Lebensenergie und Waffenenergie rausrotzen. Ich weiß nicht, wovon das abhängt. Energy Tank ist so ziemlich das Beste, was wir hätte schmeißen können, meine ich. Und abwärts. Hier ändert sich der Wasserstand. Sauber, den muss ich natürlich noch mitnehmen. Jetzt wäre ein bisschen Lebensenergie definitiv nicht verkehrt. Und die Rochen sind nicht so einfach zu treffen. Noch ein Wal. Da saugt er auch ein bisschen an. Und hier lassen wir uns mal runterfallen. Den Schuss kann ich lösen, den brauchen wir nicht mehr.
Hier unten gibt es ein Item mit einem W darauf. Das steht für Wire. Wir haben jetzt einen Kletterhaken. Hier dürfen wir wieder anfangen. Ein Stück des Weges kennen wir schon. Ist natürlich nett gewesen, dass wir, als wir dann nach oben gesetzt wurden, voll geheilt waren. Natürlich habe ich auf dem Weg hierher wieder ein bisschen Schaden kassiert, aber sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Die Bomben können ja nicht sofort töten, aber die Stacheln. Hier nicht zu hoch springen, das finde ich richtig mies. Da oben landet man so gleich in den Stacheln drin, ist sofort tot. Nett gemacht. Und wir sind da. Ich hätte nicht loslassen dürfen, aber er freut sich, uns zu sehen, offensichtlich. So viel mehr ist es eigentlich auch nicht. Immer gut auf die andere Seite rübergehen, dann ballern. Das Gute ist, seine Verfolgungsraketen kann man abschießen. Und sobald er sich auf den Weg macht, rüberzukommen, wieder auf die andere Seite. Okay. Mach it, Jude. Einmal hat er uns getroffen. Den Treffer gönne ich ihm. Da hast du den Kopf wieder oben gestoßen, ja. Die Optik hier gefällt mir richtig gut. Da sieht man, sie haben sich noch mehr Mühe gegeben mit diesem Teil. Und wir erhalten die Dive Missile. Passwort, ja, alles klar, danke. Als nächstes machen wir Drillman. Recht rot hier. Er lädt nicht auf, man darf noch nicht zu früh drücken, man muss erstmal einen Schuss im Level absetzen. Das finde ich ein bisschen schlecht gemacht. Na, ich hätte zu weit nach links gehen dürfen. Ich finde das ulti, dass die Sachen, die man einsammeln kann, wenn man die Waffe auflädt, mitblinken. Die Dinger verlieren den Propeller und dürfen trotzdem noch fliegen. Meinetwegen. Klingt eine Fledermaus, wach mal auf, Keule. Erstmal die Biester beseiten, die können sonst nämlich ein bisschen nerven hier. Die Lebensenergie da oben brauche ich ausnahmsweise mal nicht. Hier auf jeden Fall rechts halten, sonst landet man gleich in den Schlacheln drin. Und da unten seht ihr, der Helm vom Extra-Leben flimmert schön mit. Das werde ich übrigens nicht einsammeln. Weil hier hat man ziemlich wenig Platz nach oben und bei meinem Talent stoße ich mir wahrscheinlich nur einen Schädel und falle unten die Stacheln und verliere dann noch ein Leben. Und dann machen wir eins Minus. Und sollte ich tatsächlich rüberkommen, glaube ich, werde ich wahrscheinlich spätestens den Rückweg versauen. Und damit... Alter, wie weit treibst du mich denn zurück? Der ist ohnehin wieder weg. Hier auch nicht zu hoch springen. Bisschen viel los hier, Kenner. Teilnehmer miserabel. Da auch. Was ist denn los hier? Jetzt war ich mal zu spät dran. Auch nicht schlecht. Sehr verehrte Damen und Herren, die nachfolgende Sendung verzögert sich mal wieder um. Energy Tank nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder unseren Köter Rush auspacken mit dem Coil, der uns hochstößt. Das kennen wir schon aus Teil 3. Oder wir nehmen den Kletterhaken, den wir uns aus dem Diveman-Level geholt haben.
Die muss man rechtzeitig abballern. Sobald sie zugehen, kann man sie nicht mehr verletzen. Dann müssen wir zügig unter durch. Dankeschön. Man kann die auch abballern. Das werde ich, glaube ich, hier machen. Da werde ich sonst noch getroffen. Jawohl, gibt uns vielleicht noch mehr davon. Hier haben wir einen Schalter, dann können wir uns Boden anschalten. Ja, den nehmen wir mal mit. Oh, da unten kommt ein Schuss an. Habe ich zu spät gesehen, sonst wäre ich noch losgesprungen. Ach, nochmal. Oh, schön. Da haben wir noch ein Leben gekriegt. Diesmal habe ich gedrückt gehalten. Schauen wir mal, ob wir jetzt gleich treffen. Leider nicht. Dann nehmen wir mal seine Schwäche. Ah, wann kommst du? Da ist er. Wow, er ist ja schnell wieder abgehauen. Wieso fliegt denn das Ding jetzt einmal um ihn herum? Ist er Fliegerquark? Das Ding geht immer erst einmal hoch. Bescheuert, statt gerade darauf zuzufliegen. Ganz praktisch mit den Verfolgungsraketen in jedem Fall. Oh, dann nehme ich einen Energy Tank. Ah, was soll's. Ich glaube, wir kriegen davon noch, naja, mehr als genug, nicht unbedingt, aber ausreichend viele. Einmal unter durchgerutscht. Und wie wir sehen, ja, da hat uns nochmal getroffen. Energy Tank war nötig. Und wir erhalten Drillbomb. Unser Köter kriegt auch noch ein Upgrade. Rush Jet. Den kennen wir noch aus Teil 3. Allerdings hier in Teil 4 ist das Ganze ein Downgrade. Während man in Teil 3 den Hund... Achso, jetzt machen wir übrigens den Froschen. Den Hund vernünftig steuern konnte beim Fliegen. Man konnte stehen bleiben, hoch, runter, rechts, nach links fliegen. Hier in Teil 4, das Ding fliegt einfach geradeaus. Man kann nicht bremsen. Man kann nur ein bisschen versuchen, nach oben und nach unten die Richtung zu... was heißt Richtung ändern. Also ein bisschen an Höhe zu gewinnen oder verlieren. Mehr ist da nicht möglich. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut, wenn man wirklich freie Kontrolle hat, wo man hinfliegen möchte, war es auch ein bisschen extrem. Ich kann es verstehen. Dieses Ausbremsen vom Regen nervt mich ziemlich, immer wenn wir springen. Auf dem Boden passt alles, aber sobald wir in der Luft sind, werden wir verlangsamt. Das macht Sprünge nicht unbedingt ganz einfach hier. Natürlich, der Lutti Piepmatz trifft mich noch. Dankeschön. Davon gesprochen, aber passt denn noch? Ja, zügig durch. Und wir sind den Sturm los. Jetzt werden wir hier von ein bisschen angetrieben. Oder auch verlangsamt. Plötzlich gleich nach unten durchgestürzt. Ist mir recht. Den nehmen wir mal mit.
eine schöne Schnecke, nur in den Augen zu verletzen. Ah. Und auch nur, wenn sie geöffnet sind. Das war's. So, hier ist die Schnecke schon ein bisschen nerviger. Ja, die Biester, dass sie so hoch springen können. Da unten die Stacheln wollen wir auf jeden Fall nicht rein. Und wir sind am Ende. Dann schnappen wir uns mal seine Schwäche. Ja, ist sogar getroffen. Gut. Er wackelt mit dem Hintern und will es dann regnen lassen. Wenn er aber getroffen wird, auch vom normalen Schuss, ohne ihn aufzuladen, bricht er das Ganze halt ab. Diesmal kriegen wir den Rain Flush. Und für Rush Marine, das U-Boot. Kennen wir auch noch aus Teil 3. Als nächstes machen wir die Glühbirne. Achso, das Ding schießen wir nicht ab. Obwohl, ich kann es einmal zeigen. Kommt doch mal eine da. Wenn man den abschießt, wird es dunkel. Und schießt man den ab, der macht es wieder hell. Ja, wie nett. Das, oh, waren jetzt aber auch echt genug Treffer. Aber auf die Grille, Grashüpfer, was weiß ich. Vielen Dank. Unser Sicherheitsautomat. Wir wollen aber rechts hoch. Müssen wir das Naschwerk nochmal zerstören? Ein paar Dreidel gibt's hier. Und hier gehen wir erstmal runter. Der Grüne bleibt. Wir holen uns hier einen Energy Tank und ein Leben. Dann wieder zurück. Machen wir es uns ruhig ein bisschen einfacher. Mit dem Jet.
Und jetzt seht ihr, was ich meine. Ich kann nur so minimal nach oben oder unten. Aber ich darf nicht umdrehen. Oder ähnliches. Ja, da habe ich ein bisschen geträumt. Nächster Abschnitt mit den Grashüpfern. Mach es gut. Der Foto ist noch wieder mit zurücknehmen. Ja, dann machen wir die Tour nochmal. Und auch der verabschiedet sich nach unten. Komm runter, Kolle. Ja, gut, war klar. Irgendwas auffüllen müssen wir eigentlich nicht. Hätte ich auch leicht durchrutschen können. Hoppala. Nervig sind die bisher, wenn man sie nicht abschießt. Oh, was habe ich denn da gemacht für einen Blödsinn? Ich habe Zuckung. Ja, komm, dann machen wir das dunkel. Dann nerven die Teile wenigstens nicht. Man sieht die Plattform ja zum Glück. Jawoll! Oh Gott! Aller guten Dinge. Kurz im Kopf gestoßen, weiter geht's. Und Wahnsinn, wir sind durch. Dann lassen wir es mal regnen. Nebenbei am besten noch ausweichen wäre nicht verkehrt. Na gut, wenn die Zeit anhält, ist natürlich ein bisschen blöd. Bums. Enges Döschen, aber wir haben gewonnen. Das Level hat schon genug Leben gefressen. Und es gibt Flashstopper.